grüße euch alle. Ich heiße Zoltán Rulek, ich lebe in Ungarn und möchte mit diesem Video so viele Menschen wie möglich auf der ganzen Welt die Informationen übermitteln, wie ich mich innerhalb von einigen Monaten vor 12 Jahren vor Rückenbruch geheilt habe. Vor so einem schweren Rückenbruch, den die Ärzte sofort operieren wollten. Natürlich habe ich die Operation nicht zugelassen. Ich entschuldige mich für Rechtschreibfehler, da ich momentan nicht meine Muttersprache benutze. Damit ich keine Dummheiten rede, werde ich es kurz fassen und keine Fachwörter benutzen. In einer Fremdsprache fällt es mir schwer zu erklären, deshalb erwähne ich nur die wichtigsten Sachen. Alle Wirbelsäulenerkrankungen werden durch den Kollaps der Knorpelringe zwischen den Wirbeln verursacht und die Muskeln entlang der Wirbelsäule werden überspannt. Jetzt für diese, darauf zeige ich eine sehr einfache Übung. Wenn ihr es macht, werdet ihr die Wirkung sofort spüren. Es ist sehr wichtig, die Übung auf eine harte Oberfläche zu machen. Leg dich auf den Rücken, leg deine Hände mit den Handflächen nach unten unter die Steißmuskeln und mach beide Übungen so, dass du deine Beine stoppst, bevor sie den Boden berühren und sie erneut anhebst. Kontinuier dich und vergiss nicht, dass deine Füße den Boden nicht berühren sollen. Okay. Ja. Okay. Während die Beinhebungen wird die Wirbelsäule an der Teile abgeflacht. Und wenn wir die Beine absenken, nehmen Sie Ihre anatomische Bogen, die Lumbalis Lordosis, wieder an. Dadurch wird sich das Kreuzbein hin und her bewegen, aber wenn unsere Hände dies verhindern, werden die Muskeln entlang der Wirbelsäule dehnen. Die Wirbel entfernen sich voneinander und der Heilungsprozess beginnt. Mache 2 oder 3 Mal pro Woche so viele Beinübungen wie du kannst, aber es wäre am besten, wenn du jedes Mal 50 machen könntest. Noch einmal, 50 Beinübungen 2 oder 3 Mal pro Woche ist genug. Das ist alles. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wiedersehen.